Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele Dwight. Ja, und der große Mid-Chapter-Patch, der ist jetzt live gegangen. Und die ganzen Änderungen aus dem PDB sind teils gekommen, teils wurden sie aber auch nochmal vorher ein bisschen abgeändert. Ich denke, ich gehe das Ganze vielleicht ganz kurz nochmal mit euch durch. Zum einen, wir spielen gegen einen Ritter. Ich habe dort hinten, denke ich, die Aura gesehen von einer seiner Wachen. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Ritter gerade ist. Ja, ist ein Ritter. Oder? Ja, müsste ein Ritter sein. Okay, eine der Sachen, die auf dem PDB war, die aber nicht so kommt, ist die Reduzierung der Heilungsgeschwindigkeit. Auf dem PDB war es so, dass man sich, dass jede Heilung plötzlich 24 Sekunden dauert. Normalerweise dauern Heilungen so 16 Sekunden. Und dass man sozusagen da die Heilung angehoben hat. Diese Änderung kommt nicht. Das heißt, wenn ihr andere Leute heilt, dann geht das immer noch in 16 Sekunden. Wenn ihr von anderen Leuten geheilt werdet, ne, dann seid ihr in 16 Sekunden fertig. Och, okay, genau, das war so Änderung 1, die nicht kommt, was meiner Meinung nach sehr gut ist. Aber was gekommen ist, ist der Nerf an Medikits. Und zwar heilt ihr euch mit Medikits jetzt tatsächlich 24 Sekunden. Ich wollte mich gerade heilen, aber ich leg's mal lieber nicht drauf an. Ja, ich gehe. Keine Ahnung, wo der ist. Der spielt auch schlampigen Schlachter, das heißt, meine 24 Sekunden Medikit-Heilung dauert 30 Sekunden. Und vielleicht spielt der mit, wie heißt's, Ruf einer Krankenschwester. Gerade wenn der halt irgendwas in Richtung Heilung hat. Also, ne, schlampigen Schlachter. Dann liegt das vielleicht nah. Okay, jetzt bin ich hoffentlich weit genug weg. Und ich werde mich jetzt mal heilen. So, das Ganze wird jetzt 30 Sekunden dauern, ne? 24 Sekunden standardmäßig plus schlampigen Schlachter, ne? Und da bin ich bei einer Heilung von 30 Sekunden mit einem Medikit. So, kann natürlich großartige Skillchecks treffen, die das Ganze ein bisschen, ja, schneller machen. Genau, also Medikit-Heilung 24 Sekunden und auch einige Medikit-Addons wurden genervt. Zum einen, mit jedem Medikit habt ihr jetzt nur noch eine Heilung standardmäßig drin. Also egal, ob euer Medikit gelb oder lila ist. Ihr habt immer nur eine Heilung in eurem Medikit. Das zum einen. Und wenn ihr Addons mitnehmt, könnt ihr bis zu einer zweiten Heilung rausbekommen. Aber dafür müsst ihr halt spezielle Addons mitnehmen. Ist jetzt nicht mehr so, dass ihr standardmäßig einen lila Medikit habt mit zwei Heilungen. Nein, alle Medikits geben euch nur noch eine Heilung und mit Addons geht das nur noch plus eine zusätzliche. Und außerdem wurde die ganzen Heilungsgeschwindigkeits-Addons, die wurden auch genervt. Das heißt, ihr könnt euch nicht schneller als 24 Sekunden damit heilen. Ihr könnt aber andere mit Medikits teilweise schneller heilen. Das ist noch drin. Genau, also Medikits dahingehend, ne, diese Selbstheilung hat einen krassen Nerf bekommen. Genau, außerdem Kreis der Heilung, das wurde auch genervt. Auf dem PDB war es so, dass ihr euch nicht mehr selbst heilen könnt im Radius von Kreis der Heilung. Das ist auch immer noch so. Auf dem PDB war es so, dass ihr dafür andere 50% schneller heilt. Das wurde gebufft. Ihr heilt andere im Radius von Kreis der Heilung 100% schneller. Das heißt, Kreis der Heilung ist jetzt sowas wie ein stationäres Wir schaffen das. Ihr könnt damit richtig schnell andere Leute heilen. Außerdem, wenn ihr verwundet seid und im Radius von Kreis der Heilung seid, dann sehen alle Überlebenden eure Aura. Also ja, Kreis der Heilung ist jetzt eher weniger ein Selbstheilungsperk, sondern mehr ein Teamheilungsperk. Genau, außerdem Hart im Nehmen wurde auch abgeschwächt. Das Perk aktiviert sich jetzt erst, wenn ihr selber vom Haken, ja, gerettet wurdet oder euch vom Haken abhängt. Genau, ich glaube, den Elefant im Raum habe ich noch gar nicht angesprochen, nämlich hier das visuelle Hut ist da, das ist cool, ihr könnt schneller leveln, das wurde auch bearbeitet, genau. Aber gut, der Ritter, der wollte nicht mehr. Ich würde sagen, ja, wir versuchen es nochmal, also bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon wieder, diesmal auf dem Sprithimmel. Sprithimmel, genau, der wurde überarbeitet, genauso wie die Bluthütte. Bluthütte? Ja, war Bluthütte, genau. Okay, schön, dass wir darauf gelandet sind. So, jetzt werde ich endlich mal ein Totem segnen. Mit Kreis der Heilung erschaffe ich hier also jetzt die große Totemzone, in der sich andere Leute 100% schneller heilen und man meine Aura sieht, wenn ich verwundet bin. So, das ist eigentlich ganz cool. Ich weiß noch nicht. Es wäre schon fast vielleicht clever zu sagen.
Das ist ein Nemesis, ne? Das klingt nach Biowaffe, ja. Da hinten kommt sie. So. Diesmal ist er gar nicht so sehr hinterher, mein Totem auszutreten. Okay, sehr schön. So, Nemesis. Okay, hierhin komme ich. Okay. Ja, ich schaff's vielleicht sogar weiter. Ja, da hinten ist noch eine Palette. So erkunden wir immer die Map gemeinsam, Nemesis. Ist doch auch was, oder? Okay. Oh, ho, ho. Der hat hier irgendwo einen Zombie, der ankommt. Yep. Dann wechsle ich mal die Seite. Sehr gut. Bis das nicht drauf ging. Du kannst mich immer noch schlagen. Mit deiner Peitsche natürlich auch, wenn du das möchtest. Okay. Ah, ist vielleicht eine schlechte Entscheidung, hier wieder zurückzukommen auf der anderen Seite. Okay, zum Glück ging das nicht drauf. Schön gemacht. Ich werfe direkt um. Er kann es noch nicht zerstören mit der Peitsche. Oh, aber das wäre beinahe draufgegangen, mein Lieber. Sehr schön, dass jemand anders reingegangen ist, aber... Ja, okay. Puh, ich habe überlebt. So, na gut, dann werde ich mich nochmal heilen, ne? Das dauert, wie gesagt, jetzt 24 Sekunden. Aber immerhin bin ich jetzt geheilt. Ich könnte natürlich auch in meine Totemzone gehen, dann sehen mich meine Teammates. Dann können die mich schnell heilen, aber... Ich dachte mir jetzt, wo ich hier bin, kann ich auch nochmal kurz schauen. Ja, ich finde es irgendwie ganz gut, dass Medikits jetzt länger brauchen. Also ich finde den Patch wirklich rund, wie er kommt. Genau. Ja, habe ich schon gesagt, hart im Nehmen. Dafür muss ich erstmal vom Haken gerettet worden werden, beziehungsweise oder mich selbst retten. Dann wird hart im Nehmen erst aktiv. Also hart im Nehmen jetzt auch in Richtung Anti-Tunnel-Perk. Beziehungsweise wird erst aktiviert, ähnlich wie Befreiung, ne? Wenn du einmal am Haken hängst. Was sehr interessant ist. Das heißt theoretisch zweimal nutzbar. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie aktiv bleibt. Das muss ich noch ein bisschen ausprobieren. Ja, auf Killerseiten wurden auch einige Sachen genervt. Ne? Geißelhaken Schmerzensecho ist jetzt so, dass wenn jeder Überlebende zum ersten Mal auf einem Geißelhaken hängt, dann geht der Generator mit dem weitesten Fortschritt direkt 25% zurück. Also doch ein ganzes Stück. Es muss nicht der erste Haken für den Überlebenden sein. Das heißt, ich kann schon mal am Haken gehangen haben, aber an einem normalen. Und dann sagt der Nemesis, okay, ich hänge dich jetzt an den Geißelhaken und erst dann aktiviert sich der Effekt. Also es muss nur der erste Haken an einem Geißelhaken sein. Und man kann es als Killer sozusagen nur viermal einsetzen, aber dafür geht der Generator mit dem weitesten Fortschritt 25% zurück. Was schon ganz cool ist, also man hat insgesamt, wenn man das Perk viermal einsetzt, 100% Rückschritt. Vorher war es natürlich stärker, da hat man schon ab 7 Haken gemacht. Ab 7 Haken hat man mit Geißelhaken Schmerzensecho schon vorher 100% etwa erreicht. Jetzt muss man dafür zwar weniger machen, aber als ja, man kann es halt dafür auch nicht so häufig einsetzen. So, der hat anscheinend mein Totem ausgetreten. Ja, ich glaube, ich segne es trotzdem nochmal. Weil ich meine, ja, wobei... Ich bin halt mir jetzt so hin und her gerissen mit Kreis der Heilung, weil auf der einen Seite, was bringt es meinem Team, wenn ich hier irgendwo am Rand der Map einen Totem segne, in das andere Leute erstmal reinrennen müssen, um geheilt zu werden. Auf der anderen Seite, wenn sich hier immer dann die Leute treffen, um sich einander zu heilen, dann könnte das wiederum ganz cool sein, ne? Also ihr merkt schon, es ist gar nicht so einfach, jetzt Kreis der Heilung gut zu setzen, weil vorher habe ich mir gedacht, okay, wenn ich Kreis der Heilung spiele, dann setze ich das in ein Gebiet, was irgendwo am Rand der Map ist, die Teammates rennen da einfach hin, können sich selbst heilen, wunderbar. Jetzt ist es so, ja, ich muss mir halt jetzt andere Orte überlegen. Ah, du willst gehen, okay. Andere Seite, lauf. Oh, du hast mich getroffen. Frech. Aber er geht jetzt zurück. Okay. Jetzt hat er mich endlich verwundet.
Oh, oh, wir sollten beide laufen. Wahrscheinlich will er mich, weil ich noch nicht hing. Will er mich nicht, weil ich noch nicht hing. Ja, jetzt hast du mich. Ja, aber es ist halb so wild. Denn wenn ich vom Haken gerettet werde, dann aktiviert sich endlich Hart im Nehmen. Ich meine nicht, dass ich es gut zünden würde, aber ich hätte es zumindest. Ist ja auch was Tolles ist. Okay. So, die haben den schon repariert. Und die heilen sich halt dort, ne? Weil wer geht jetzt nach dort oben hin, um sich zu heilen? Also, ja, irgendwie hart im... vorher dachte ich mir immer, ich setze Kreis der Heilung bei einem schon fertig reparierten Generator. Und weil der Killer da nicht hingeht, um es auszumachen, aber jetzt denke ich mir, ich setze es lieber an einen Generator, der noch nicht repariert ist, denn dann haben meine Teammates Gründe, auch dorthin zu gehen. Um geheilt zu werden. Ja, keine Ahnung. So. Okay, der ist gedisconnected, schade. Ich hätte zumindest jetzt hart im Nehmen bereit. Okay. Genau, siehst du, auf Killer-Seite wurde aber nicht nur Geißelhaken Schmerzensecho genervt. Ne? Das ist das einzige Perk, was vom PDB wieder gebufft wurde. Überladen und auch Ruf der See wurden auch stark genervt. Überladen sorgt jetzt nur dafür, dass der Generator dann nach einer Weile 30% schneller zurückgeht. Und bei Ruf der See sind es 25%. Das heißt, ja, beide Perks. Ne, beide Perks waren ja vorher deutlich stärker, jetzt sind sie halt beides recht schwache Perks. Ne, also Ruf der See vorher, du hast 100% zusätzlichen Rückschritt, jetzt nur noch 25%. Überladen genauso, 200% zusätzlichen Rückschritt, jetzt nur noch 30%. Okay, das heißt Perks wie, ne, und ihr habt es gerade gesehen, Sackgasse, werden vielleicht beliebter. Weil die Killer sich jetzt überlegen müssen, okay, was spiele ich? Ich packe euch in die Videobeschreibung, ein Video, in dem ich mehrere Killer-Builds spiele. Die halt nicht auf Geißelhaken, Schmerzensecho, Überladen, Ruf der See setzen, sondern halt starke Perk-Builds, die ihr spielen könnt. Die ihr jetzt auch so spielen könnt, okay. Vor allem der Nemesis, der hat jetzt halt die Wahl, ne? Entweder er lässt mich reparieren, oder er geht auf Talita. So, das haben wir. Adrenalin habe ich gezündet. Der hat keinen Norad, sehr gut. Aber er hat keinen Ausweg. Frech. Mein Problem ist jetzt natürlich, ich bin jetzt erschöpft durch Adrenalin. Das heißt, hart am Leben kann ich jetzt nicht nutzen. Aber ich meine, auf der anderen Seite, solche Runden habt ihr dann wahrscheinlich häufiger, wenn ihr mit, ach Mist, wenn ihr mit hart am Leben spielt. Dass ihr manchmal Runden habt, wo ihr es einfach nicht einsetzen könnt. Weil ihr nicht gerettet wurde, nicht am Haken hinkt. Oder weil ihr vielleicht, ja, durch Adrenalin erschöpft seid. Aber gut, das war ja vorher auch schon so. Aber jetzt kann man es halt insgesamt auch weniger einsetzen. Weil man halt vorher einmal hängen musste. So, das habe ich. Okay, ich schau mal, ob ich das Tor vielleicht schon öffnen kann. Ja, kann ich. So, das Tor öffnen dauert 20 Sekunden. Ich bin halb erschöpft. Das heißt, nach dieser Öffnung müsste ich theoretisch wieder, ja, nicht mehr erschöpft sein. So. Ja, der kommt immer mal kurz her, aber... Oh, er wechselt das Ziel. Sehr gut. Für ihn. Nee. Da wurde gerettet. Sehr schön. Okay, Team. Ich gebe mein Bestes. Ja, der geht natürlich auf Talita. Also ich meine, sie ist ja auch... Oh ja, 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 ja. Lauf, lauf, lauf. Okay, okay, okay. Ja. So. Und raus mit dir. Jetzt könnte ich hart im Nehmen einsetzen, aber hat auch nicht geklappt. Aber gut, ich denke, wir sind durch sehr viele Sachen durchgegangen. Wir haben viele dieser Änderungen mal schön erleben können. So, okay. Alle anderen sind raus. Okay, wir haben Piff gemacht, ja. Quentin ist disconnected, ne? Genau. Aber die anderen drei können immerhin die Geschichte erzählen. Na gut, ja. Ich hoffe, dieses Video hat euch einen Einblick gegeben. Ihr seht es zum Beispiel jetzt hier schon am Nemesis, der keinen Ausweg spielt, der Sackgasse spielt, der andere Sachen spielt, außer halt Ruf der See oder Überladen oder Schmerzensecho, die man halt vorher häufig gesehen hat. Dass jetzt man sich langsam überlegen muss und umswitcht. Okay.
Me when my power directly hurts me. Okay, ja. Er hat nicht so viel Freude mit seiner Kraft, aber ich finde, damit ist es auch sehr schwer zu spielen. Dafür hat er sich gut geschlagen. Aber gut, ja, lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss!